eigentlich war natürlich immer die Basis das Theater, wirklich, muss ich sagen. Und es kam ja nachher auch mit Götz, es kam ja auch nachher der ein oder andere Spielfilm. Und später habe ich auch viel sogar dann, als das Fernsehen begann, lange Serie gedreht, über 8 Jahre, Polizeifunk ruft und was so, also ganze Menge. Der Kontakt zum Publikum, ich meine, wenn der Vorhang aufgeht und man spielt und wenn man dann auch mit so groß wunderbaren Schauspielern gemeinsam auf der Bühne stehen darf und unter deren Regie auch und mit ihnen, neben ihnen steht und schöne Rollen spielt, das ist viel. Das ist einfach eine Freude. Die erste Synchronrolle war klein. Wie gesagt, man bekam zuerst nur so, ja, 5, 6 Takes oder so, so wenig. Also wir wissen, das geht ja nach Takes und was. Und dann langsam wurde das Vertrauen größer. Man hatte aber auch dann ein bisschen erfolgreich langsam. Und so, das ging relativ dann schnell. Und nachher hatte ich ein paar feste Schauspieler, die ich immer gesprochen habe. Ich habe den sehr gern synchronisiert, die ganzen Jahre. Das ging ja über mehrere Jahre, das waren ja nachher so viel. Und das ist ja ein allererster, den Gandalf gespielt hat, also Ian McKellen, also ein Schotte, ein erstklassiger Theaterschauspieler, heute noch. Er ist ein ganz bisschen jünger als ich, so 2, 3 Jahre, so, aber bei 88 ist er auch schon angelangt, oder 87. Und er ist ein hervorragender Schauspieler. Da gibt es gar nichts. Also beim Gandalf war ja, da hat er ja die Mundkurve aufgemacht, aber ein bisschen so, also mit dem Big Bart oder was. Aber ich habe ihn ja auch noch in anderen Filmen synchronisiert. Dann, also das ist ein erster Mann, auch ein sehr anerkannter, sehr populärer Mann. Jerry Stiller, den habe ich sehr, sehr gern synchronisiert. Wir haben überhaupt, das haben wir ja über 8 Jahre gemacht, wir drei, die wir die 3 Hauptrollen hatten. Und ich muss sagen, er ist ein sehr, sehr amüsanter Schauspieler.